So, herzlich willkommen, Servus und Privet zu einem mal anderen Let's Play Video. Ihr seht ein bisschen schon was zu meinem Zimmer, das verrate ich euch. Und ich spiele Timesplitters 2 aus gutem Grund. Das Spiel besitze ich seit 2003. Also gekauft habe ich es 2003. Warte mal. Gekauft habe ich es 2003. Und es gibt es seit 2002. Und dann gibt es eine Welt, eine Map, die spielt, und zwar die spielt, zeige ich euch gleich, heuer in diesem Jahr. Das wir ja seit circa einer halben Stunde haben. Moment. Runter. Zeige ich euch. In diesem Spiel geht es um Zeitreisen, deswegen mag ich auch das Spiel gerne, weil ich schon immer ein Zeitreisen-Fan war und ihr wisst ja, ich habe auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, wenn auch noch sehr unausgereift. Mein bester Freund Heiko hat sie natürlich noch besser, das weiß ich, und so haben wir uns auch quasi kennengelernt, damals bei Marco 2017, eben weil wir diese Fähigkeit haben und so uns quasi am besten auch verstehen und er quasi mich auch am besten versteht. Genau. Und zeige ich euch die Welt. 2019 Neo Tokyo. Und was haben wir jetzt? 2019. Ich habe immer schon drauf gewartet auf das Jahr. Und jetzt ist es soweit. Ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Wirklich ein Wahnsinn. Und ich habe es überlebt bis dahin, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die da oben wollen mich anscheinend nicht sterben lassen. Bin schon knapp den Tod entronnen ein paar Mal. Zum Beispiel 2015, beim Reifenplatzer. Wenn der früher geplatzt wäre beim Auto, wäre ich und meine Mutter wahrscheinlich längst tot. Das ist nur ein Beispiel von mehreren. Ja. Wenn man so nachdenkt, was ist alles passiert bis heute, 2019? Die Matura, Handelsschulabschluss, ganzen Reisen, ganzen Erlebnisse, unter anderem auch YouTube. Irgendwie krasse Vorstellung, was man nachdenkt. Auch in Japan war ich übrigens 2009. Mein Ziel ist es auch 2019 nach Japan wieder zu reisen. Nach Tokio vor allem Dingen. Ich werde zwar nicht Neo Tokyo besuchen, aber wenigstens Akihabara, das ist ja so ähnlich aufgebaut, so futuristisch. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wenn wir ein Geldsegen haben, dann geht's wieder ab nach Japan in dem Jahr. Gut, so wie sagen, beginnen wir. Moment. Leicht, mach mal leicht. Ich zeige ein bisschen was um Neo Tokyo bei dem Spiel. Ah!
Mein Ziel ist es auch, dass ich 2019 zumindest einen Autoführerschein bekomme. Das will ich unbedingt. Ich hoffe, das gelingt mir. Sieht man Neo Tokyo ein bisschen. Ich kann ja zeigen. So. Es wird schwer, mit einer Hand zu bewegen. Ja. Na. Und ich will auch meine Fähigkeiten mehr trainieren. In den Jahren haben wir auch vorgenommen, egal wie, dass ich mich verbessere. Ja, und ich habe viele Wünsche und Vorsätze für dieses Jahr. Das war's mit dem Video. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, dos vidania. Warte, ich mache noch das Lied fertig. Oh, die hat mich gesehen, die Hackerin. Mach doch das Lied fertig. Ein bisschen Neo Tokyo, was es ja leider im echten Leben nicht gibt. Schauen wir, ob ich schießen kann. Deine Hand ist halt nicht so einfach. So, das Lied ist auch vorbei, das war's mit dem Video. Und ich wünsche euch auch ein gutes neues Jahr, frohes neues Jahr 2019. Mögen sich eure Wünsche erfüllen. Tschüss. Bis dann, ja.